Bayerns Studierende können sich freuen. Das kommende Wintersemester wird wieder in Präsenz stattfinden. Für Wissenschaftsminister Bernd Siebler ein wichtiger Schritt Richtung Normalität. Natürlich macht Studieren nicht nur Kopf, nicht nur Denken, nicht nur kognitives Erwerben von Fakten, Daten und Dingen mit aus, sondern gerade der Austausch spielt eine große Rolle. Natürlich im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch akademisch spielt natürlich die Diskussion, das Miteinanderarbeiten, das Arbeiten in Gruppen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Voraussetzung 3G, geimpft, genesen oder getestet. Wir gehen von etwa 80% aus, die jetzt schon geimpft sind, und wir hoffen, dass die Zahlen noch weiter steigen werden. Die Hochschulen melden zurück, dass nun 10% genesen sind und dass wir in Anführungszeichen nur 10% haben, die jetzt dann eben mit Tests dann weiter am Geschehen teilnehmen können. Großveranstaltungen sollen weiterhin online abgehalten werden. Ab nächsten Montag kehrt dann wieder Leben in die leeren Unis zurück.